Hallo zusammen, mein Name ist Simone Jacken und ich möchte euch heute mit der Erzählschiene von Don Bosco das Gleichnis vom barmherzigen Samariter spielen und erzählen. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho. Das ist ein beschwerlicher Weg. Zum Glück hat der Mann seinen Esel dabei. Der Esel trägt sein ganzes Hab und Gut. Vorsichtig gehen sie Schritt für Schritt, damit sie nicht in eine der tiefen Schluchten fallen. Da kommen auf einmal zwei Räuber aus dem Gebüsch. Sie haben ihre Messer dabei und schlagen den Mann. Erst versucht er sich noch zu wehren. Er hat so lange gearbeitet für sein ganzes Geld. Aber die zwei sind einfach stärker und nehmen ihm seinen Esel ab. Da liegt unser Mann jetzt verletzt am Wegesrand, ohne Wasser und ohne Proviant, denn das haben die Diebe alles mitgenommen. Verzweifelt ruft er: Hilfe, Hilfe, hört mich jemand? Und er freut sich, als da Schritte kommen. Ein Priester ist es, ein Priester auf dem Weg in den Tempel. Der wird mir bestimmt helfen, denkt der Mann. Aber der Priester denkt gar nicht daran. Vielleicht hat er noch Angst vor den Dieben. Schnell ist er weg. Der Mann ist ganz unglücklich. Die Sonne scheint so erbarmungslos vom Himmel und er hat so großen Durst. Seine Wunden schmerzen. Wenn nicht bald jemand kommt, der ihm hilft, wird er hier vielleicht sterben. Und er traut seinen Ohren kaum. Da sind doch wieder Schritte. Ein Levit. Ein Helfer im Tempel kommt herbei. Aber auch er sieht den Mann gar nicht an, sondern geht ganz schnell vorbei und lässt den Mann am Wegesrand liegen. Jetzt wird es bald aus sein mit mir, denkt der Mann. Keiner hält an und hilft mir. Und da hört er tatsächlich zum dritten Mal Stimmen. Ein Samariter kommt des Wegs, ein Mann aus Samaria. Ein Samariter, das ist ein Mann, mit dem die Juden am liebsten gar nichts zu tun haben. Von so einem sagen die Leute, der kennt die Gebote Gottes nicht. Der gehört nicht zu uns. Aber dieser Samariter geht zu dem Mann und fragt: Was ist mit dir geschehen? Kann ich dir helfen? Und er wäscht ihm seine Wunden aus und hebt ihn auf seinen Esel und bringt ihn in die nächste Stadt. Dort landen sie in einem Gasthaus und er bleibt bei ihm lange Zeit. Am anderen Morgen muss der Mann weiter und er holt den Wirt zu sich. Wirt, hier hast du ganz viel Geld. Kauf du davon alles, was du brauchst, um unseren Verletzten wieder gesund zu machen. Und dann schick ihn wieder nach Hause. Und damit geht der Samariter seines Wegs. Und der Wirt tut so, wie ihm der Samariter aufgetragen hat, besorgt alles, was er braucht und pflegt den Verletzten viele Tage, bis er wieder ganz gesund ist. Und eines Tages ist es soweit und unser Verletzter ist wieder ganz gesund und kann seinen Weg nach Hause antreten.